Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Platin Edition. Wir möchten... Moment, habe ich eigentlich die Pokémon geil? Ja. Wir möchten ja von Trosso weg und nach Schleiede kommen. Natürlich. Solange es eine Straße gibt, werden wir weiter. Ich glaube, die kämpfen hier in der Nacht. Ja, genau, und da komme ich hier nicht weiter. Warum auch? Mädel, ich bin so ein bisschen enttäuscht von dir gerade. Ich habe dir nichts getan. Als nächstes muss ich die beiden hier trainieren. Shine und Mia. Ich weiß gar nicht, wird meine Maus überhaupt nicht aufgenommen? Ich glaube nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Kampf zu leicht wird. Ja, genau. Nick brennt. Togepi. Ah, na, mal wechseln. Mia muss auch ein bisschen ran. Togepi sollte eigentlich leicht zu besiegen sein. Obwohl, wir hätten auch ein Togepi mit. Oh, wir hätten unser Togepi auch mitnehmen können, aber. Was bringt mir im Endeffekt die Attacke Metronom? Bringt mir gar nichts. Das heißt, wir hätten sehr, sehr fix dafür sorgen müssen, dass Togepi sich entwickelt. Und das machen wir dann so fix. Attacke ging dann neben Bitterkuss, ja klar. Hagel ist gar nicht so gut. Aber es hält zum Glück gar nicht lange an. Ja. Ey, sowas kann den Kampf echt in die Länge ziehen. Ja, ja, du gehst mir gewaltig auf den Keks. Darf ich nämlich erstmal dafür sagen, dass Nick wieder in Ordnung kommt? Ein Supertrank. Die Entons stehen im Weg. Sie machen keine Anstalten, sich zu bewegen. Ja, warum sollten sie auch? Na, guck mal, Route 215. Und es regnet. Nein! Irgendwie habe ich ein dummes Gefühl, dass ich hätte wechseln sollen. Es beschleicht mich. Bronze. Was ist das? Bronze ist Psycho, ne? Typ Psycho, glaube ich. Psycho? Könnte auch Stahl sein. Psycho-Stahl? Oh, nee. Habe ich noch einen Aufwecker? Tatsache! Ich habe noch einen Aufwecker.
Das läuft ja wieder heute nur so bei mir. Na, probieren wir es mal mit Biss. Ja. Ich sage mal so, könnte besser laufen. Mein Zufall ist es jetzt bloß, dass es eben zurückschreckt. Was aber nicht auf Dauer so sein wird. Und nochmal das. So. Es regnet weiter. Oh, ich hätte auch eine Elektro. Schilterus. Sollte ich unbedingt wechseln. Wir müssen auf jeden Fall Iola noch trainieren. Unbedingt. Stimmt, das ist glaube ich Bodenstahl. Oh, dann könnte ich mich da erinnern. Ich habe meinen schlauen Pokédex jetzt nicht parat. Komm, eine Attacke noch und es ist down. Geht auch. Ganz schön. Ich kann nicht gewinnen. Ein Pokéball. Oh, und ein Torpedo. Zwischendurch gehe ich auch langsamer. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Mir war so, als wenn die kämpfen wollen. Willst du kämpfen? Was dir angetan wurde, das füge auch anderen zu. Der Gegenstoß. Das ist gut für Pokémon-Kämpfe, aber im wirklichen Leben, da würden die Kämpfe kein Ende nehmen. So viel steht fest. Na gut, nehmen wir eine TM. Setze die Attacke nach der gegnerischen Attacke ein und die Kraft verdoppelt sich. Ja, könnte unter Umständen vielleicht doch ganz praktisch sein, ne? Ja, nur deswegen habe ich dich angesprochen, mein Freund. Nur deswegen. Und die Bunkel. Okay, jetzt interessiert mich doch, was die Bunkel ist. Also, was machen wir da? Wir holen unseren schicken 3DS raus. Öffnen unseren Pokédex. Und suchen die Bunkel. Generation 4, die Bunkel brauche ich, die Bunkel. Da. Na geh. Und der. Da. Es ist Giftkampf. Es ist vom Typ Giftkampf. Sieh einer an. Da haben wir ja mit Spatz den ordentlichen Jackpot gezogen. Ja, was soll ich dazu nur sagen? Darauf hoffen, dass Flügelschlag eingesetzt wird. Ja, ich würde sagen, Siegfurz! Moment, ich hatte auch hier die Schwächen, genau. Es hat eine Vierfachschwäche gegen Psycho.
Eine Zweifachschwäche gegen Flug und Boden. Und der Rest ist einfach. Oh, die Hälfte bloß bei Pflanzenkampf, Gift, Gestein und Unlicht. Und ein Viertel nur davon bei Käfer. Oha. Da müsste ich auch nochmal. Ja, gut. Komm, was haben wir? Oh, ein Merl. Sieh mal einer an. Das sollten wir doch hinkriegen, Viola, ne? Ich glaube, wir sollen lieber bei Ruzuki bleiben. Lupfstrahl. Ich glaube, normal ist so gut wie hauptsächlich gegen fast alles faszinierend. Wirklich habe ich mich nie mit den Schwächen auseinandergesetzt. Sollte ich vielleicht mal tun. Ach, da machen wir sowieso runter. Auch gut. Da kommen wir so nicht ran. So, ein Sheet. Na klar. Jungs, ich möchte doch bloß Schleier erreichen. So langsam reicht's. Schein setze ich eigentlich bloß ein, weil es regnet. Denn das versteckt ja bekanntermaßen Elektroattacken. Und es ist paralysiert. Bringt mir aber im Endeffekt jetzt gar nichts. Warum? Gut, mein Glück, dass es jetzt nicht vergiftet ist oder so. Na, welches ist denn jetzt ein Macholo? Dagegen werden wirklich Flugattacken gut. Aber, da ich mir ja auch ein bisschen trainieren möchte, was war das? Mir entwickelt sich glaube ich auf Level, war es jetzt 30 oder 24? Na, wir werden es gleich sehen. Beziehungsweise wir werden es sehen, sobald es die entsprechenden Level erreicht hat. Voll wäre auch von Vorteil, wenn sie entwickeln würde. Dadurch lernt es bessere Attacken. Miditi. Ja, komm. Versuchen wir es. Mehr als verlieren kann ich nicht. Mehr als verlieren geht gar nicht.
Ja. Hat doch ganz schön. Ja. Das ist wieder so typisch. Das habe ich schon in Generation 2 gehasst. Die Attacke Scanner und da schnell. Ne, Bodyguard war es nicht. Schuschi. Oh Gott, wie hieß die zweite Attacke? Die zweite Attacke war. Keine Ahnung, wie die zweite Attacke hieß. Ich komme jetzt nicht drauf. So ein Mist. Oh, da würde ich gerne hin. Ein Hyperheile. Endlich. Tausch. Das wird ein Doppelkampf. Da will ich mal hoffen, dass die beiden auch gut klarkommen. Ah, jeder hat drei Pokémon. Skorpia ist. Das ist, glaube ich, von Typ Boden auch, ne? Da muss ich aber nachgucken. Aber Skokla ist, glaube ich, vom Typ Boden. Skokla ist Generation 2. Wenn du mir erst mehr kaputt machst, ne, dann gibt's aber ordentlich Zunder da. War ja klar. Diese Gemeinsäue manchmal. Wo hab ich denn Skorkler jetzt stehen hier? Ey, jetzt kommen die ganzen. Oh. Na toll, beide besiegt. Octokeep und Wasserdüse. Typ Bodenflug. Ich meine, es ist ja schön, dass es vom Typ Flug ist, aber Boden. Boden ist schon wieder so eine Scheiße. Dann ist es auch wieder immun gegen Elektroattacken. Trassler! Trassler müsste eigentlich allgemein bloß Typ Psycho sein. Ey, lass doch mal Iola in Ruhe, ganz ehrlich.
Jawohl, und ein Schlurp. Und jetzt wird es auch noch niedergestampft. Ihr seid so mega fies und gemein manchmal. Erstmal einen gewaltigen Flügelschlag auf Schlupp. Und zwei Beleber habe ich noch. Komm, damit wenigstens die beiden ein bisschen Level abkriegen. So, einmal Beleber habe ich noch. Jetzt kriegt Skorger nochmal einen ab. Auch wenn es, glaube ich, nicht allzu viel bringt. Ne? Und Walze. Hau mir das nicht kaputt, doch. So, was setzt er jetzt als nächstes ein? Na gut, dauert noch besser, was heißt jetzt. Aber das war wohl das Ende für Spatz. Es regnet. Mia. Oh, ein Barmelin. Sieh mal einer an. Ey, komm schon. Und nochmal was zu kommen. War ja klar. Alter, meine Pokémon werden jetzt hier nicht drauf gehen. Funksprung, Wasserdüse. Sternschauer. Gut, trifft beide. Perfekt. Gut, dann kann ich ja nicht. Verdammt, trifft Zeppelin, na toll. Okay, Biss und Verfolgung. Oh nö. Nö. Du blödes Scheißviech.
Okay, Flammenrad. Und Verfolgung. Na gut, dann heißt es jetzt 1 gegen 1. Was soll ich machen? Kratzer kann ich nicht machen und Tempo Heat brauche ich auch nicht versuchen. Mir bleibt also bloß das Flammenrad. Oh, Windstoßen, nö. Ey. Das ist doch jetzt echt nicht dein Ernst, oder? Nö. Ey, das passt mir gar nicht. Oh, jetzt geht das Ding auch noch drauf. Ich fass das nicht. Nein. Ey, das ist doch jetzt schon wieder scheiße. Hat jetzt der Pokémon Center, bla bla bla. Ey, das kotzt mich schon wieder an. Na gut, dann setzen wir gleich auf die richtige Wahl. Und zwar, hier kam Leiden, dafür gehst du, zwecks Roselia. Und dann machen wir die fertig. Blimp. Idioten, die. Ey, nicht jetzt! Mann, hau ab, Merle! Will ich jetzt nicht. Ja, das hohe Gras werde ich mal vermeiden. So. So, jetzt kommt her. Jetzt gibt's Sunde, sag ich euch. Aber ordentlich. So, Flammenrad auf Roselia, Drachenwut auf Skorpion. Da hilft auch dein beschissener Kreideschrei nicht. Du hast nur Glück, dass es regnet. Nein. Perfekt. Noch einmal das gleiche und die sind down. Ich weiß gar nicht, wie ich danach vorgehen will. Jetzt kann ich ja nicht so einfach wechseln. Chuck erreicht Level 25. Und mir erreicht noch kein neues Level. Trassler. Komm gegen Trassler Tempohieb. Drachenwut gegen Bamelin. Ja, das war vorauszusehen.
Ja, darf ich jetzt auch mal mein Pokémon auswählen? Nein, das, nur, das Spiel muss mir jetzt noch zeigen, dass es auch regnen tut. Setze ich Schein ein? Ne, ich setze nicht ein. Ja, ja. Erstmal Drachenmut auf Barbie. Damit das weg ist. Er hat ja bloß im Endeffekt noch Schlurp. Oder sie. Einer von beiden. Dann kommt ja noch die scheiß Vergiftung dazu. Drift Zeppeli ist wirklich. Das Manko der beiden. Aber vorauszusehen. Gut. Ich muss ja noch dafür sorgen, dass Trassler weggeht. Das ist nicht gut, dass es daneben ging. Ja, genau. Und halt, warte mal. So ein Geisterattack, ne? Ich hätte mir vielleicht noch mal ein, zwei Beleber nachkaufen sollen. Und Flügelschlag. Ach, Mann. Blöde Scheißviech. Fuckensprung, komm. Und jetzt wette ich mit euch. Ich krieg Schlupf nicht besiegt. Brille. Nö. Oder nicht hier. Oh, Level 25. Nein, nein, nein. Oh Gott. Erstmal ein Gegengift. Ey, das fass ich jetzt nicht. Das Vieh will mich komplett verarschen. Das komplette Spiel will mich wieder verarschen. Ey, wenn ich jetzt deswegen wieder drauf gehe, ne? Das ist bestimmt wegen dem scheiß Doppelteam noch.
Schlupf muss aber rein. Rein nicht normal sein. Wir haben noch einen Hypertrap. Den setzen wir. Erscheinen. Und Funksprung, komm. Und Ruck zu geben. Komm, komm, paralysier's. Mach irgendwas, aber paralysier's. Oh nein, 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 nein. Komm, jetzt gewinnen wir den Rest. Endlich. Ey, die beiden. Kann es sein? Habe ich's? Ich habe es geschafft. Ich bin in Schlaide. Wo ist das Pokémon Center? Halt. Da. Da kam mir doch gleich so verdächtig vor. Komm, Schwester John, beeil dich. Und dann. Kann ich sagen, ist dieser Horrorweg für mich auch endlich vorbei hier. Nun, meine Lieben, ich würde sagen, um im Kaufhaus Geld auszugeben, aber mit all den Felswänden hier wirkt der Ort bla bla. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns da, wo die Galaktik-Rüpel vorstehen. Das sieht doch richtig verdächtig aus. Ich denke mal, da werden wir mal hingehen. In der nächsten Folge jedenfalls. Ich wünsche euch. Ich fahre überhaupt nicht erst. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid zu Pokémon Platin Edition. Bis dahin, macht's gut und haut rein. Ciao.